Ich wäre nicht die Ariane, die ich heute bin, ohne meine Mama. Sie hat mich großgezogen und ich bin ja unendlich dankbar dafür, dass sie mich immer so unterstützt hat. Ich finde die Kampagne von Procter & Gamble unheimlich schön. Ja, sie gibt uns Sportlerinnen das Gefühl und auch die Möglichkeit, Danke zu sagen. Danke an Mama. Ich finde die Kampagne von Procter & Gamble klasse, weil sie halt wirklich mal diesen Hintergrund beleuchtet, der dazu erforderlich ist, einfach, dass aus einem Kind auch ein erfolgreicher Sportler wird. Ich glaube, meine Mama hat mir immer mehr vertraut und auch mir mehr zugetraut, wie ich mir selber am Anfang. Ariane war auch immer sehr zielgerichtet, wusste, was sie wollte. Die Ausrichtung für den Hochsprung kam dann eigentlich, da war sie so um die 10, 11. Wir haben eigentlich jede neue Bestleistung immer gefeiert. Wir sind meistens immer schön Sushi essen gegangen. Ich durfte mir das dann mal aussuchen. Tja, das war eine große Motivation. Ja, meine Niederlagen, die hat sie immer mitgekriegt. Und musste natürlich auch immer das ein oder andere Taschentuch dann bereithalten und hat dann auch wirklich mich getröstet, wo es nur ging. Da hatte sie halt immer die Familie als Background, die sie dann auch aufgefangen hat. Wir haben uns wieder neue Ziele zusammengesteckt und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Olympischen Spiele in Rio sind natürlich so ein absoluter Höhepunkt für Ariane, wo sie halt dann nochmal die Chance hat, ihren Medaillentraum zu verwirklichen. Also es wären meine dritten Olympischen Spiele. Und ich würde gerne wieder ins Finale kommen und dann natürlich auch wieder super springen. Meine Tochter ist ganz süß. Sie ist eben noch sehr klein und fordert auch eine Menge Aufmerksamkeit, das ist ja völlig normal. Der Fokus hat sich absolut von einem selber erstmal auf das Kind geändert. Danke Procter & Gamble für Pampers. In meinen Augen eine der größten Errungenschaften für junge Mütter. Es ist einfach so. Ja, da hat sie sich schon verändert, sie ist ruhiger geworden und hat, glaube ich, durch die Kleine auch erstmal Gefühl dafür bekommen, was man so als Mama leistet. Ja, sie hat mich auf das Leben sehr gut vorbereitet. P&G, wir unterstützen alle Mütter.